Belangen die Map-Kontrolle, sei es auf CT- oder T-Seite, besonders das sehr gute Refrag-Verhalten und natürlich auch das sehr aggressive Spiel Richtung A-Rampe wurde ja alle Male belohnt. Jetzt geht's auch auf eine andere Map. Smoke Patrol hat die Knife Front gewonnen und darf sich damit zumindest schon mal die Seite aussuchen. Und ja, entscheidet sich, jo. Aber entscheidet sich hier für die CT-Seite natürlich. Ist der Vorteil für sie. Und CT-Seite kann manchmal einen ganz entscheidenden Vorteil bringen, dass man am Ende auch diese Partie hier, ja, gegebenenfalls einen guten Vorteil bringen kann. So, 100 Thieves, mal gucken, ob sie ihr Momentum von Redding hier mitnehmen können. Wollen eine Mittelkontrolle geben. JKS hat sich ausgestattet mit der P250. Der muss jetzt fighten und er fightet und gewinnt. Die P250 darf man nie unterschätzen. Man darf sie nie unterschätzen in den Händen der T-Seite, besonders auf langen Distanzen. Leise, was war das denn für eine Eröffnung, bitte? Lecker. Also richtig stark, Mann. Richtig stark. Diesmal aus dem Haus rausgekommen. Ja, und damit der Spot gefallen und die Runde weg. Denn Freak ist heute nicht nochmal irgendwas mit CZ und Celsius mit der USP machen kann. Aber so sieht es aus. Also nochmal hier für alle. P250 natürlich ein sehr gutes Mittel, um so ein bisschen den Nachteil der Clock auszuhebeln. Auf lange Distanzen One-Shots zu setzen. Ja, den ich früher wie bei 1.6 die USP kaufen kannst. Früher ging das noch in 1.6, da konntest du auf CT und CT, auf CT und T-Seite jeweils die Pistole des anderen kaufen. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Dafür hat man die P250, die natürlich auch nicht verkehrt ist. Besonders auf das 2, finde ich, ist das eine sehr gute Pistole, die man halt einem droppen kann. Wie zum Beispiel Simple spielt die auch sehr gerne. Und dann versucht man da über lange Distanzen so ein bisschen, ja, den Vorteil der USP auszuhebeln. Und am Ende kann man auch solche schönen Schellen setzen. Oh, schnell wie Leister dort aufreißt. Damit geht die Runde an die 100 ziehen. Also eher weniger Probleme gehabt, da Richtung A-Spot drauf zu kommen. Sondern durch J-Cam und durch Leis eigentlich schon dieses Urteil besiegelt haben. 100 ziehen, da die Runde mit großer Wahrscheinlichkeit auch holt. So, es soll auf Kontrolle gehen Richtung Banane. Bei den Swap Patrols haben wir einen Force-Buy. Eine Scout, eine MP9, CZ dabei, CZ. Feiert gerade so ein bisschen das Comeback. Also sehr viel wieder im Pro-Bereich angekommen. Weil diese CZ trotz des Nerfs noch immer unglaublich stark ist auf nahe Distanzen. Du kannst damit überraschen, dir die Waffe rausnehmen vom Gegner. Und dann gegebenenfalls genau mit diesem Vorteil auch arbeiten. Nämlich mit der geklauten Gegnerwaffe. Auch sehr gerne macht, wenn es zum Beispiel diese Luxusrunden geht, wo es dann auch MP9s um die Wurst geht, ne? Weil der war nicht schlecht und J-Cam. So, und da kann man mal die CZ im Einsatz sehen. Da gibt es nämlich das kleine Upgrade auf die MAC-10. J-Cam wartet aber auch schon. Und J-Cam halt hier einfach nur den Winkel sieht. Einmal den Arm, versucht hier reinzuziehen. So, jetzt muss er ein bisschen aufpassen, da sind noch ein paar Spieler unterwegs. So, da geht ein Spray, da kriegt sogar noch den Spieler als Flashback im Support super geworfen. Ja, und damit nimmt JKM hier einen neuen Winkel ein. Presst hier weiter mit seinem Mate, geht kurz. Und auf lang muss man noch ein bisschen aufpassen, da ist die Scout unterwegs. War nochmal teuer, aber man scheint es hier nochmal vielleicht die Hände von Swap Patrol geben zu können. Ja, es wird zeitlich nicht mehr reichen. Das wird zeitlich nicht mehr reichen. Da gibt es noch ein kleines Waffen-Upgrade. Und gucken, ob das Celsius überhaupt noch rausschafft. Die Bombe liegt nämlich so, dass er eigentlich in die Luft sprengen sollte. Jo, und am Ende ist es. Also, oh, sorry. Ah, so. Ja, so schön wie der J-Cam auch gegengehalten hat, so am Ende war das verführerisch, auch diese 3 Kills in der Mitte zu holen. Ja, das Ganze gerade nochmal ein bisschen schwerfällig. Von den Lippen runter, also ja, nicht ganz so souverän, wie es wahrscheinlich die 100 Thieves vorgestellt haben. Aber trotzdem, ist natürlich jetzt eine gute Situation, einfach auf Akas abzucraden. Eine MAC-10 hat man noch dabei bei Acer. Verzichtet jetzt auf ein bisschen Equipment, weiß aber, dass der Gegner nichts hat in der nächsten Runde. Ein paar Granaten sind noch dabei.
aber mehr wird da die One-Hand-C erwarten. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Jacob kriegt da zwei Headshots auf 19 AP. Damit geht's jetzt nach vorne. Es ist ein Pass der Stack Richtung B-Side. So, wird einmal durchgepusht hinten am zweiten. Obst wartet man noch. Wird von Threaded Faction mit Lice zusammen gecheckt. Und damit ist noch Maki. Und der nimmt nochmal einen raus. Aber dann ist das auch Runde vorbei. Zu 3. Also macht den kurzen Prozess Richtung B. Am Ende hat auch alles gut funktioniert. Man merkt halt, die 100 Thieves wollen Runden haben und lassen sich da auch nicht von USPs irgendwie beeindrucken. Jetzt gibt es natürlich den ersten Fight um Kontrolle Richtung Banane. So, Smoke soll reingesetzt werden. Aquarius Faction muss aufpassen. Da liegt noch ein zweiter Molotov, also nicht ganz so easy, da jetzt einfach durchzukommen. So, Recreation von Swap Patrol Richtung Banane soll gesetzt werden und es soll erfolgreich. Damit hat man den Kill setzen können. Hat sich auch speziell darauf geeinigt, in Runde Nummer 4 mit drei Leuten die Banane erstmal abzublocken. Also ein bisschen mehr Utility für den Start zur Verfügung zu haben. Und nachdem man da die erste Kontrolle hat, kann man auch den einen Spieler wieder rüberschicken. Katzenbalkon wird gecheckt von Jackham. Also die Flash bringt da Macke drin. Und dann sagt man einmal Hallo aus dem Häuschen mit Jackham. Über den erstmal die Mittelkontrolle. Der 2-Setup auf der CT-Seite. One Hand Thieves möchte das ausnutzen, indem sie schon lange arbeiten. Da steht Cooper bereit. Wieder ist es Cooper, Mann. Cooper schon eben auf Vertigo als einziger Spieler noch wirklich souverän in der Partie gewesen. Und Cooper versucht es nochmal. Der ist natürlich jetzt Richtung Lyrie bekannt. Man schickt nochmal einen über kurz. So, jetzt wird er rausgenommen. Damit liegt es an Food im Pit. Der hat gezeigt, aus welchem Holz er geschnitten ist. Abgewartet wird von J-Camp, der überlebt das Ganze mit 12 HP. Damit eine 3 gegen 2 Situation, es liegt an Food. So, rennt er jetzt in die Arme von J-Camp rein. 16 Sekunden, eieieiei. Und damit geht die Runde hier den Bach runter. Also das wird nämlich nicht mehr schaffen können, 10 Sekunden die Bombe zu legen. Entweder schnell töten und nochmal schnell draufrennen, aber das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Food stirbt zwar, aber Bombe legen ist nicht mehr drin. Also da wollte man es echt versuchen, mit Jacker mit der Bombe Richtung B durchzukommen. Was am Ende, ja, bestraft wird. Damit die Runde vorbei. Und Swap Patrol nimmt hier eine taktische Pause. Interessante Runde auf jeden Fall. Beste Map von 100 Thieves ist Inferno mit einer 61%igen Winrate. Wenn man Food zuschaut, hat man automatisch Hunger. Ja, Food, dann denkst du direkt an Essen, dann ja, läuft das. Es geht wieder um die Kontrolle Richtung B-Side. Das ist der Fokus, auf den sich Swap Patrol wieder mal geeinigt hat. Nimmt die Granaten, versucht den ersten Spieler nach vorne zu schicken. 100 Thieves kann da nur mit einem Molotov gegenarbeiten. Und dann war es das auch. Cooper versucht sein Glück in der Mitte. Da muss man aufpassen. Falsche Mitte ist ein heißes Eisen. Und auch die Apartments ist ein heißes Eisen, was man nicht unterschätzen darf. Also Cooper darf es da nicht übertreiben mit der Farmers. Gut ist wieder gefragt. In Zusammenarbeit mit Kupfer. So, es geht raus. Gut mit dem ersten, gut mit dem zweiten. Oi, schön aufgereiht. Ja, und da kommen sie nicht durch. Also, sie versuchen übers Haus zu interagieren, schnell durchzubrechen. Aber da steht Swap Patrol bereit und lässt ihn jetzt anbrennen. Hat er gehofft, ein bisschen auf ein, ja, leicht auseinandergezogenes 100 Thieves zu treffen. Aber Food hier mit dem exzellenten Winkel lässt dann nicht wirklich viel anbrennen. Ich esse. Dann guten Hunger. Dann lass es dir schmecken, gönn dir.
So, also, 12 zu 3. Für die Jungs der One Hundred Thieves geht's hier natürlich nochmal mit Pistols um die Wurst, nämlich nach einem schnellen Aufbau Richtung B sieht's aus. So, die erste Waffe kann man rausnehmen. Man versucht jetzt mit der MP gegenzuhalten. Die Granate macht schon mal gut Schaden. Versucht ihn jetzt gemeinsam irgendwie die Mangel zu nehmen. Und das hat hier gut funktioniert. Aber Cooper steht bereit. Da versucht man nochmal irgendwie wegzuspringen. Aber Cooper lässt da nicht wirklich viel. Ja, den Gegner zu. Kein Problem, für ihn da auf die Refracts zu gehen. Ja, kleine Überraschung gesetzt. Aber die Kerzen werden am Ende von Cooper ausgepustet. Läuft auf jeden Fall. Runde vorbei, 3 zu 3. Ja, und damit eine Partie. Die könnte sehr, sehr vielversprechend werden. Nach der etwas mageren Partie von Swarm Patrol auf Vertigo ist man hier um einiges besser gegen die One Hundreds im Rennen. So, Elsa wartet, ob da vielleicht noch Molotov kommt. Der tiefe Smoke. Jetzt kommt der Molotov und jetzt kann Elsa reinrennen. Dadurch, dass auch sein Mate Lies den Molotov dahingeschmissen hat, gibt Acer eine ganz, ganz gute oder eine ganz komfortable Situation, auch diesen Raum schnell nach vorne einzunehmen. Dann auch erstmal diesen Raum zu halten. JKS wartet zwischenzeitlich in der Mitte. Cooper verrät sich da kurz. Kann noch die erste Information holen. Aber die Bananenkontrolle, die soll es erstmal sein. So, das soll man zwischenzeitlich auch bei Swarm Patrol mitbekommen haben, dass ja, der Rückzug am Ende für die 100 Thieves die Bananenkontrolle bedeutet hat. Und dann lässt man das hier auch einfach sein. Zieht sogar schon den nächsten Spieler rüber. Kleiner Fake von JCam soll passieren mit einer Smoke Richtung lang. Mal gucken, ob sie das verkauft kriegen. Nee. Kriegen sie nicht verkauft. Swarm Patrol bleibt hier weiterhin mit drei Leuten Richtung B stehen. Und dann steht hier auch das Kreuzfeuer bereit. Das, ja, Dreieck des Todes schlägt hier sozusagen zu Cooper. Jawohl, 4K von ihm. Stark gespielt. Also, Runde vorbei. Und damit war's das. Damit haben wir das 4 zu 3. Also die Jungs von dem 100 Thieves. Die haben hier keine Möglichkeit gefunden, Antwort auf den B-Spot zu setzen. Also verkaufen konnten sie es nicht. Und damit war die Runde auch schnell vorbei. Wenn du mit drei Leuten das Dreieck aufrechterhalten kannst, dann Prost Mahlzeit. So, sehr schön. Credit Factory wurde hochgeboostet. Versucht so ein bisschen Richtung Teppich zu prefiren an der Position. Und den Spieler zu erwischen. Und wieder versucht, gegebenenfalls auf der Kante zu stehen. Ja, und die 100 Thieves müssen es jetzt versuchen, mit kleinem Equipment umzusetzen. Mit zwei Leuten über lang gehen. So, da muss man Cooper wieder herausfordern. Der hat eine gute Schelle bekommen. Freakazoid steht aber mit dem Backup bereit. Damit die Mitte erstmal soweit bei Swarm Patrol unter Kontrolle. Food noch in einer sehr guten Position, dass das Kreuzfeuer auch weiterhin für den A-Spot in einem sicheren Hafen steht. Der Mexikaner ist hier gefragt. So, Food zieht raus. Traut er sich? Ne, er traut sich nicht. Jetzt kommt die Smoke und jetzt geht nach vorne. So, Maki holt den ersten, Food mit dem zweiten und dann sitzt der Spraydown von Cooper in Zusammenarbeit mit dem Mexikaner zu dem letzten Spieler und zwar JKS. Also JKS muss sich dann natürlich auch entscheiden, welchen Spieler er primär als erstes rausnehmen will. Und das ist halt der Spieler im Pit. So, 5 zu 3. One on Thieves. Man versucht es wieder mit der Banane. Wieder bei Swarm Patrol. Versucht man wieder mit drei Leuten gegenzuhalten. Diesmal auch ein bisschen offensiver zu halten. Acer versucht das hier auszunutzen. Aber sie kriegen nicht die Kontrolle. Also 100 Thieves beißt sich hier förmlich fest. Jetzt kommt nochmal die Gegengecrash.
Ah, und Celsius kriegt dann den Kill nicht. Zumindest Cooper mit dem Reflex. So. Zweiten kann er nicht connecten. Damit geht das Spielchen wieder von vorne los. Nur im Nachteil für Soul Patrol. Nämlich ein Mann mehr verloren in der Banane. Und damit die 100 Seeds in der komfortablen Situation sich eigentlich jetzt auszusuchen können, wohin die Reise geht. Sie müssen es halt nur gemeinsam machen mit 4 Leuten. Man hat immer den Vorteil. So. Marke dann nochmal mit einer Flash. Food versucht nochmal die Information zu bekommen. Schlägt er sogar zu. Er kriegt einen Doppelkill. Oh Gott, Jackass! Oh, der war so wichtig, Mann. Dass er da das Köpfchen sieht und den Spieler rausnimmt. Dann wollte sich Food alle Zeit der Welt gelassen, hat sich schon die Finger abgeleckt und gesagt, okay, das ist meine Runde, aber jetzt muss JKS klatschen. Ja, JKS muss es klatschen am Ende. Ja, und damit die Runde hier nochmal gut gelaufen. JKS, der Held. Das hat auf jeden Fall weh. So, JKS. Oh, das ist so stark, Mann. Wirklich. So stark. Holy shit, ey. Was ein Brett, meine Freunde. Was ein Brett. 5 zu 4. Swarm Patrol schafft es am Ende, die Runde nicht zu holen. Macht sie trotzdem sehr teuer. Ja, gleiches Spielchen wie eben. Oh Gott, Curse Faction, pass auf. Pass auf dein Leben auf. So, rennt auf jeden Fall raus. Holt den ersten Raum. Dann kommt eine Flashbang. Und das ist ein... Ja, Musterbeispiel, wie man gegenseitig Banane verteidigt. Verteidigt oder angreift. Mal keine Kontrolle. So, der muss gelöscht werden. Red Faction, das Risiko zu hoch, weiter nach vorne zu setzen, sich nach vorne zu setzen. So, steht auf Anti-Flash bereit. Also man hofft, dass einer von Swarm Patrol nochmal versucht, die Initiative zu ergreifen, was man die Runde davor ja auch versucht hat. Aber die 100 Thieves genau auf dieses Spielchen vorbereitet. Man versucht es mit einer Doppeldeckung. Richtung U-Box. Geht ins Dark. Versucht die Ablenkung zu geben. Cooper mit der AWP. Versucht die zu überrennen. Celsius kann aber zumindest einen rausnehmen. Cooper muss trotzdem fallen. Und da bricht man hier durch. Damit liegt an Celsius. Nochmal der Schaden. 3 gegen 2 Situationen. Marky kann nochmal aushelfen. Und zumindest das Ganze ein bisschen auflockern. Aber er hat nur noch 9 HP. Sehr tiefe Smoke und damit wird es schwierig für Pro Patrol dann noch was zu machen. Aber sie haben eine gute Gegner geschmissen. Damit zumindest das Coffins oder die Ruine rausgenommen und damit geht es nach vorne. Bombe defusen einfach durch. Großes Fragezeichen. Spot muss dafür eingenommen werden. Und sie warten einfach zu zweit bei dem 100 Seed. Sie wollen nichts dem Zufall überlassen. Sie wollen gemeinsam die Bombe einfach nur rausnehmen und lassen sich hier vernaschen. Und damit ist es leicht. Und der ist bekannt. Und das ist die Runde für Swap Patrol. Man schafft es hier. Maki kann den Refrag holen. Und damit die Runde entscheiden. Also sehr stark gespielt. Diese Gegensmoke an Ruine plus die zweite Smoke, die Coffins rausnimmt, gibt ihnen sehr viel Zeit, den Raum langsam aber sicher einzunehmen. Und am Ende können sie den Gegner so ein bisschen outplayen. Also sehr schön gespielt. Am Ende Swarm Patrol mit einer wichtigen Runde. Und zwar mit einer 6. Auf dem Konto. Es ist die 5. Season für Freakazoid, by the way. Marke. Unterwegs nach vorne. Ah, diesmal versucht der Mexikaner ein bisschen offensiver. Uiuiui, da wollte er viel haben, aber Cooper ist am Start. Cooper ist am Start. Ein bisschen Backup zu geben und sich dann auch instant wieder zurückzuziehen. Also diese kleine Finte, die man in der Mitte auspackt. Ein voller Erfolg. Und es ist eine Waffenrunde bei den 100 Dieben. Ganze passiv, 1 Minute Zeit noch. Granaten sind alle Male noch da. Da hat man jetzt gesehen, dass da was kommt. Nochmal eine Smoke hinterher. Das wird sich 100 nicht nehmen lassen. Da wird nach vorne gepusht. So, Freakazoid steht aber hier bereit. Weiter Spieler Richtung Dark. Einfach nur Zeit rausholen. Da will er vielleicht ein bisschen viel haben. Das heißt, für 100 Thieves die Runde um einiges komfortabler geworden. Dadurch, dass man Freakazoid rausgenommen hat. Ein bisschen mehr Zeit rausholen bei Freakazoid. Und es wäre optimal gewesen, weil dann wäre Swarm Patrol in der Situation gewesen, die
um einiges leichter zu lösen ist, aber trotzdem hat man hier noch alle Zeit der Welt und alle Vorteile der Welt. So, verschimmelt sich hier hinter dem Brunnen. Das ist eine ganz, ganz böse Position, die Lies hier ausnutzen kann. Ich hasse diese Position hinter dem Brunnen und sie spielen hier das Kreuzfeuer runter. Und am Ende holen sich die 100 Thieves damit auch diese Runde. Man versucht über CT nochmal durchzupushen. Und am Ende reicht es nicht. Also, Freakazoid, vielleicht ein bisschen mehr Zeit rausholen in der Situation. Aber vielleicht dachte auch einfach, okay, ich versuche halt All-In einfach auf diesen einen Kill zu gehen. Dann hat man halt eine 3 gegen 1 Situation. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Wie man es macht, ist es manchmal einfach falsch. Doch, super. Der ist auf jeden Fall weg. Aber wie gesagt, er hat bisher eine wirklich solide Partie abgeliefert. In diesem laufenden BO3 bisher der beste geratete Spieler. Und das mit einer ADR von 93,3 durchschnittlich, einem Rating von 1,28. Nur Lies ist besser mit 1,30, aber hat die meisten Kills bisher abgeliefert mit 51. Und ja, das spricht auf jeden Fall für Cooper. Und er macht ja auch hier direkt wieder weiter. Also das ist bisher ein unglaublich konstantes BO3 von ihm. Das ist rausgenommen. Ja, auch Jacob gefällt mir verdammt gut. Der hat nicht bisher die meisten Frags auf Seiten von 100 Thieves geholt. Auch mit der höchsten ADR von 84,2. Tja, aber da denkt man, da wird wahrscheinlich gestackt Richtung B. So, jetzt rennt man hier nach vorne. So, Cooper schlägt nochmal zu. Einen darf er mitnehmen. Die lassen ihn einfach stehen. Ja, jetzt liegt es an Jacob. Und der macht hier kurzen Putz. Ja, trotzdem. Die Information ist natürlich da. Versucht hier nochmal schnellst wie es geht, rüber zu rotieren. Aber da steht wieder Jacob bereit. Also ein Norweger. Heute auch gut gefrühstückt. So ein bisschen das Pendant auf Seiten von Warner und Zieb. Upa. Kleiner Zugriff in der Mitte. Also es ist eine Eco. Man versucht mit Pistolen jetzt hier einfach den Geheimagenten auszupacken. So, Lies drückt hier durch. Guter Spray. Elsa hilft aus. Also am Ende reicht es nicht ganz für ihn, das Team da auszuradieren, was langsam Sneaky Beaky über die Mitte gearbeitet hat. Aber im Endeffekt ist das Team da dafür da, den Rest, die Scherben hier nochmal wegzukehren. Damit eigentlich fast nichts passieren. So, JKS hat zurzeit 4-mal so viele Flashbangs wie das ganze Team War Patrol geschmissen. So. Auch Flashbangs, die ankamen. Na, das ist doch mal eine Statistik, die auf jeden Fall für JKS spricht. Und vielleicht nicht ganz so für War Patrol. One Night Thieves ist natürlich ein Team, was auch schon ewig lange zusammenspielt. War Patrol ist auch ein Team, was zumindest im Kern schon länger unterwegs ist. In einer Einheit war ja vorher E-United, jetzt halt wieder ohne Flagge hier unterwegs, sondern einfach als Swole Patrol. So, aber die Wonder Thieves haben natürlich einen steilen oder kometenhaften Aufstieg in den letzten paar Monaten hingelegt. Ein bisschen abgeflacht das Ganze jetzt. Aber trotzdem, ein Team, mit dem man immer rechnen muss, dürfen wir auch nicht vergessen, ist zurzeit einfach auch das beste australische Team, was es gibt. Böse Zungen würden jetzt sagen, das ist auch nicht so schwer. Aber naja, wir haben junge
gierige Talente in Australien, die auf jeden Fall auch auf ihre Chance warten, genau das zu bekommen, was die 100 Thieves haben. Nämlich die Chance zum Beispiel bei den Renegades zu spielen. Und dann nach und nach weiter in die Szene reinzukommen. Also, das darfst du nicht unterschätzen. In Australien ist auf jeden Fall viel Qualität vorhanden. Lies, na, da will er ein bisschen viel haben. Es ist aber nur ein Fake. Ja, und der Fake geht hier auf. Absolut Verkauf bekommen bei dem One-Hand. Sie ist aber trotzdem Marke. Nochmal im Nachgang. 3 gegen 3 Situation. Zumindest hier eine kleine Antwort gesetzt, die das Leben für den Retake nochmal ein bisschen leichter macht. Man muss es hier aber ausspielen mit einer Smoke und einer Flashbang. So, die Frage ist, wie willst du das machen? Die Antwort von Swarm Patrol ist safe. Also, 100 Thieves holt sich die Halbzeitführung. 8 Runden. Damit sind wir auch nochmal das Ergebnis. Beziehungsweise die Statistiken. Cooper mal wieder Topfragger. In Zusammenarbeit mit Lies führt man wieder das Scoreboard an. Ja, und das zeigt auch heute so ein bisschen die, die Konstanz. So, bester europäischer Spieler nach Simple wird wahrscheinlich eine... Ja, wird natürlich ein Franzose sein. Hört sich an wie so ein Wein. Ein guter Franzose. Eine gute Franzose. Sein Wu. Nee, Sein Wu ist da schon wahrscheinlich sogar der individuell gerade der beste Spieler. Aber Simple ist immer hart dran. Und Simple sagt sogar selber, dass Sein Wu zurzeit der beste Spieler ist. Aber beide halt wirklich auf einem insane Level unterwegs. So, Lies. Auf dem Weg nach vorne. Man versucht es wieder mit Waffen, diesmal mit Raumkontrolle. Ich glaube, man hat es gehört. So, dann kann Cooper rausziehen und sterben. Damit geht es langsam nach vorne. War Patrol hat hier gerade doch ein dickes Problem, dass langsam das Feld ausgedünnt wird. Langsam, aber sicher arbeitet sich One Hand Thieves immer weiter nach vorne. Die Flashbang soll nochmal kommen, um Freakus heute eine Show zu bringen. Wird aber hier gerefragt. Damit ist man hier durch. Also wieder J-Cam an der Krieg und Food will es nochmal versuchen. Durch, durch, durch. Nö. Ciao. Ja, damit das 9 zu 6. Also, 6 Runden für Swarm Patrol. Die Frage ist, reicht das? Eigentlich ein etwas, zumindest statistisch gesehen, CT-lastiges Team. Wir lassen uns aber überraschen, ob Swarm Patrol mit diesen 6 Runden klarkommt. Die 100 Thieves. Ja, kommen aber ihrer Favoritenrolle nach. Wie es weitergeht, werdet ihr gleich erfahren, hier live in 2,5 Minuten. Bis gleich.
So, jetzt darf die Musik eingespielt werden. Hier nochmal die Statistiken und herzlich willkommen in Halbzeit Nummer 2 der NA-Division. Also, Nordamerika ruft auch in der Pro League nach ein paar Spielen. Und ja, die 100 Seas schaffen es hier, eine solide Halbzeitführung rauszuholen. 9:6 auf der T-Seite. Jetzt muss natürlich Swap Patrol zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Und bisher muss man sagen, J-Cam überragend unterwegs. Und auch hier der Push von den 100 Seas verdammt gut. Es gibt nur einen Weg nach vorne. Sie lassen B komplett auf. Und das heißt, für die 100 Seas geht es auf jeden Fall in den Retake. Die Bombe wird passiv gelegt. Jetzt muss man hier versuchen, in einer Einheit irgendwie über die Banane reinzukommen. Und versucht das hier auch einzunehmen. So, Dark ist bekannt. Der Spieler muss Fallen Credits Faction. Hol doch die ersten beiden raus. Freakazoid kann hier nochmal zuschlagen. Aber trotzdem, das ist zu viel Holz, was man liegen lässt. Und Swap Patrol hat ein ganz großes Problem. Weil er kann einfach durchgefüßt werden. Die versuchen ihn zu überpushen. Oh, nochmal viel Schaden. Aber am Ende ist es nicht genug. Da wird einfach nur mit drei Leuten alles reingeschmissen, was man hat. Hauptsache, der Spieler Credits Faction kann defusen. Nach dem Motto. So, damit die Runde vorbei. Also, 100 Thieves kann auch hier die Pistol Round für sich entscheiden. Sehr interessante Taktik. Also, man lässt B komplett offen, pusht mit vier Leuten Richtung Mitte runter. Und kann damit am Ende auch die Waffe für, oder die, beziehungsweise die Runde für sich entscheiden. Also, sehr stark gemacht. Swap Patrol geht dank Bombplant erstmal einem Force bei. Ja, auch das ein oder andere Mal sehr kritisch werden kann. Zweimal Krieg ist ein dicker Vorteil gegenüber den 100 Thieves, die nur fast mit SMGs ausgestattet sind. Nämlich dreimal, nee, viermal MP9 und eine M4. So, auf naher Distanz ist natürlich kein Problem. Auf langer Distanz wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Allgemein auf Inferno natürlich machbar. MP9 darf man nie vergessen. Auf diesen nahen Distanzen unglaublich stark. Das wird hier gemeinsam reingezogen. So, da gibt es auch den ersten. Bombe ist aber trotzdem in Richtung B unterwegs, nachdem man die beiden Fracks holen konnte. So, Cooper versucht direkt CT einzunehmen. So, da wartet die M4. Die ist noch zeitlich da. Credits Faction wechselt die Position. Will seine Steps nicht verraten, sondern erstmal Richtung Corfins sich nach vorne schleichen und einfach rausziehen. Die Bombe mitnehmen. Ah, ist richtig ganz zeitlich. Zieht sich hier zurück, hat aber keine Ahnung, ob einer von der Seite ist. So, spätestens jetzt sollte man das wissen. Gute Gegenflash. Und damit der Vorteil. Es sind jetzt halt die MP9s, die arbeiten müssen. Ah, die M4 kommt man noch ran bei Acer. Ist immer noch nicht sicher, ob einer wirklich Richtung Side steht. Ich glaube, man geht sogar safen. Also das Risiko zu hoch, dass einer Richtung Side den Rest des Teams hier abfischt. Und damit vorbei. Also, man schafft es hier, das aggressive Setup nicht durchzusetzen. Unten Richtung Rampe beziehungsweise Eingangbanane und wird dafür bestraft. Das ist schlecht von dem 100 Thieves. Das ist unglaublich schlecht, dass man das am Ende hier nicht holen konnte. Das war auf jeden Fall ein großer Schneeball, der reingerollt ist in die Banane. Da muss man sagen, das gibt vielleicht Swap Patrol nochmal die Chance, ein bisschen verfrühter in diese Partie reinzukommen. 100 Thieves. Und mit dem Forceball unterwegs. Es reicht teilweise für ein bisschen Investment. Trotzdem geil ist es nicht. Da gibt es auf jeden Fall schönere Situationen, die man sich vorstellt. Soll Acer vorgeschickt werden? Ja, Acer soll vorgeschickt werden. Rein geht's, ein bekommt er. Das ist dann doch zu viel. Also er ist natürlich auch blind. Gab's eine gute Gegenflash.
Und erstmal ein bisschen Musik, um die Spannung zu erhöhen. So, Molotov an die Kante. JKS wartet. Boost wäre nochmal ganz fein. Rotiert aber zwischenzeitlich rüber. Also man lässt alles in den Händen dieser einen Waffe. Und das ist JKS mit einer UMP. Der Fake hier auf. Stehen zu zweit bereit. Einer schaut Boiler. Einer macht kurzfähig. Ich glaube, das hat man gehört. Hat man es gehört? Auf jeden Fall scheint es nicht so gewesen zu sein. Jo, lässt man sich vernaschen, geht auf Kontakt nach vorne. Damit liegt es an Leis. So, Flashback kommt rein. Er versucht es irgendwie zu dodgen. Aber im Endeffekt ist das doch noch ein bisschen zu viel für die Richtung kurz. Drei Leute, die noch über sind. Der Refrag muss dann in der Position kommen. Und sie waren ein bisschen zu weit weg für die MP9. Da das komplette Potenzial abrufen zu können. Also, man schafft es, sich weiter in die Partie reinzukämpfen. Bisschen was bringt man noch durch in die nächste Runde bei den 100 Thieves, aber ja, ums Sparen wird man nicht herumkommen. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Ein paar Pistolen sind zwar noch drin, aber wir dürfen nicht vergessen, Mac 10 und UMP kann man gut irgendwo einsetzen, um natürlich auch ein wenig Schaden zu verursachen. Dadurch die Economy unten zu halten. Weil Swole Patrol baut sich gerade ein bisschen was auf. Soll es einen Stack Richtung kurz geben? Da geht sogar Richtung Haus. So, der Anschluss ist gesetzt. Diesmal wartet man einfach in der falschen Mitte ab. So, das ist natürlich auch so ein bisschen ebenfalls Demo-Analyse, dass man halt einfach drauf hofft, dass 100 Thieves das altbewährte ausspielt. Ja, teilweise wurde man dafür belohnt, weil die 100 Thieves. Bleibt also sehr kompakt oben am Balkon stehen und einen, der auf Information Richtung kurz im Kreuzfeuer versucht, mit seinem Mate zu arbeiten. Elvis. Mit Marke zwischenzeitlich sehr weit nach vorne gekommen, schleicht sich hier durch und es ist nur ein Spieler, der am Koffens wartet. Das ist JKS. Das Duell gewonnen. Und damit wird es schon schwierig genug, überhaupt was noch für die 100 Thieves rauszuholen. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne über das Hashtag 99EPL mit uns auch gerne kommunizieren, mit uns schreiben, Bilder einsenden, wie ihr das Ganze daheim verfolgt. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere da mal ein kleines Bildchen mitschickt. Also, Runde vorbei. Keine größeren Probleme mehr für die Jungs von den Raw Patroller was zu machen. Also, die 100 Thieves gehen in ihre nächste Waffenrunde. So, die Frage ist, was kann man jetzt hier rausholen? Die 100 Thieves müssen jetzt auch beweisen, wie gut sie ihre Banane halten können. Hört sich mal so um mich an, ne? Wie gut sie ihre Banane halten können. ja. Natürlich die Kontrolle über die Baseball. So, diesmal auf Katzenbalkon unterwegs. Leis versucht da ein bisschen viel. Ich kann Marke zuschlagen und man zieht das Tempo über lang an. Da ist es Acer. Nochmal die Flashbang hinterher. Ein kriegt er raus. Oh, da steht sie gut in Reihe, aber trotzdem, es reicht aber nicht. Kann aber Jacob ist hier der Joker. Über die Seite. 2 gegen 1 und es ist nur noch Cooper. Alleine. Er weiß, dass Jacob da irgendwo steht. Flashbang kommt rein. Das Timing hätte nicht besser sein können. Er schießt aber auch die Meute hier gut an. Steht sie gut aufgereiht. Am Ende ist es die Granate, die es beendet. Ey, knappe Kiste. Aber JCam
So, wo ist die Bombe? J-Cam ist ja am Ende der rettende Engel. Aber geht die Runde an die 100 ziehen. Die gehen auf 11. Können deinen Fluch so ein bisschen brechen. Das war so wichtig, dass J-Cam da bereitsteht. Und am Ende ist es halt die Granate. Ich hab ihn schon sterben sehen. Ich hab ihn schon sterben sehen, meine Freunde. Knappe Kiste. Also, der gute Cooper versucht sein Team weiterhin am Leben zu halten. 19 Kills, hat für heute wirklich einen verdammt guten Tag erwischt. So, Swarm Patrol hat noch genug Geld. Sie können sich das hier nochmal leisten, reinzukaufen. Nochmal auf die Kontrolle in der Banane gehen. Marke hat auf jeden Fall unglaublich viel Schaden gefressen. Ich glaube, ein Molotow oder so war das. Haben wir leider nicht gesehen. Aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, normalerweise ist ein Molotow der Close Molotow, der vorne kommt. Ich denke, er ist nochmal mit einer Smoke. Ist eigentlich sehr schön. Boah, Alter. Alter. Holy. Nice Spray, Alter. Da geht mir leicht einer ab. So, Smoke kommt rein. Ja, da liegt noch ein Molotov, das kostet nochmal Zeit. Nochmal die Doppelkombination. Einer für Dark, einer für Newbox, aber da wartet immer noch J-Cam. Der hat seinen 3K schon abgeliefert. So, ist ein nächster Spieler drin. Oh mein Gott, er wird nicht gecheckt. Oh, da hat die Chance, das zu klatschen. Er sieht die Tracers, er kriegt den Spieler nicht, wechselt um die Position. Oh, Granate in der Hand, kommt er nicht mal raus. Trotzdem, das ist mehr als genug eigentlich von ihm. Aber wer Food kennt, weiß ganz genau, hier ist das Essen noch nicht vom Tisch. So, man wartet ab. Fängt das Ganze an. 25 Sekunden. Und Lice zieht sich komplett zurück. Sie wollen es gemeinsam über die Banane retaken. Sammeln sich hier. Haben noch einen Molotov. Zwei Flashbangs dabei. Besten wäre natürlich, wenn sich nur einer verrät. Erstmal. Also gut, sie auf jeden Fall nach vorne. Crash Faction wird rausgenommen und damit ist einem Dark bekannt. Kann das Food ausspielen. Kann Food sein Team am Leben halten. Rechnet er mit ihm. Granate kommt rein. Food wird unter Pressure gesetzt und er hat überhaupt nicht mit ihm da gerechnet. Und damit wieder rausgenommen. Und es wird belohnt. Es wird belohnt, dass Lice die komplette Route zurückläuft, sich mit seinem Mate in der Mitte sammelt und damit kann man die Bombe auch defusen. Es ist die 12. für die Australier. So, Timeout bei Swole Patrol. So, da sehen wir nochmal den exzellenten Spray von J-Cam. Was ein Dienstmann. Am Ende hätte dieses Food hier fast nochmal holen können. Auch von ihm da ein ordentliches 3K. Aber siehst du, er rechnet überhaupt nicht mit ihm da. Er rechnet absolut gar nicht mit ihm in der Position. Damit ist es vorbei. Taktische Pause für die Patrouille-Crew. zu 12. Also, meine Freunde, es sieht doch ganz gut aus. 100 Thieves bleiben hier im Rennen, auch wenn die Runden ja super, super knapp sind. 100 Thieves holt sich diesen kleinen, aber entscheidenden Vorteil, erst die Führung zu behalten, das Geld wieder mal in Waagschale zu halten, auf ihre dritte Seite, also da gut zu wirtschaften. Auf der anderen Seite ist War Patrol einfach mit diesem Umschwung gegen die Warner Thieves bisher auf Granit gebissen. Schwierig für sie. Also sie versuchen immer mal wieder das Geld zu brechen. Ein paar Mal hat es jetzt hier auf Inferno geklappt, aber in den entscheidenden Runden, da will es einfach nicht sein. Es gibt natürlich Warner Thieves immer wieder die Möglichkeit, auch die Überhand über diese Map zu behalten.
Druck sitzt. Ja, das nächste Partiechen, was wir sehen werden, und zwar MIBA gegen Team Liquid. Da freue ich mich drauf. Das ist heute das Hot Match, meine Freunde. Und das Match of the Day. Das dürfen wir uns am Ende hier nochmal gönnen. Und das wird wirklich, glaube ich, eine sehr spannende Partie. Ich habe richtig Bock drauf, Team Liquid und MIBA gegeneinander zu sehen. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch, weil die 100 Thieves wollen hier auch früh Feierabend machen. Ja, und am Ende laufen sie hier einfach nur ein Kreuzer rein. Keine Chance. 13. für die Australier. Und ich muss wirklich sagen, die Jungs von Swarm Patrol spielen hier kein schlechtes Counter-Strike über vieles. Also die erste Map als Underdog super runtergespielt. Solide gezeigt, dass man auf dem Level mithalten kann, auch aimtechnisch. Besonders jetzt habe ich den Namen vergessen. Cooper. Genau. Hauptsächlich Cooper. Einfach nur krass. Einfach nur krass unterwegs. Und mit seinen 25 Jahren. Echt krass. Also ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber dann sind es halt Kleinigkeiten, die bei Swarm Patrol einfach passieren. Auch auf Train hat man gesehen, dass sich kleine Fehlerteufel einschleichen. Zum Beispiel, dass Utility nicht genutzt wird, die eigentlich bitter nötig ist, um den Gegner halt auch einen gewissen Vorteil abzunehmen. Wie zum Beispiel einfach eine Flashbang, die dann fehlt. Oder Kleinigkeiten. Kleinigkeiten in der Utility, die 100 Thieves einfach kaltschnäuzig runterspielt. Und solche Fehler oder solche kleinen Ausbleibsel dann auch tödlich bestraft. Doc Redis Faction. Auf dem Weg nach vorne. So, die Flashbang in der Mitte war diesmal gut, aber Redis Faction wird da nicht gecheckt. Oh mein Gott. Trotzdem. Er wird über die Mitte rausgenommen, also Cooper kann zuschlagen. Sie brechen hier durch. 2 gegen 3 Situation. Und sie schaffen es hier, Gott sei Dank, nochmal durchzubrechen. Ich glaube, 100 Thieves werden hier nichts mehr machen. Die werden safen gehen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die bestraft werden. Das sind Kleinigkeiten, die am Ende bestraft werden. Überleg mal, Credit Faction hätte keinen mehr in der Mitte gegen sich gehabt. Dass da Cooper irgendwie nach hinten schaut. Der hätte da unglaublich viel Damage noch setzen können. Das sind halt die Kleinigkeiten, die die 100 Thieves hier auch absolut bestrafen. Also da lassen sie nichts anbrennen. Damit die Runde vorbei. Also, wir haben damit Jungs von Swarm Patrol noch nicht ganz am Ende. So, er ist da ein bisschen verloren. Wir sehen es hier. Den zu 3. Es geht noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben hier immer noch eine Partie. So, und die Partie kann auf jeden Fall noch Freude machen. Also ich gehe davon aus, das könnte hier noch knapp werden. Wie gesagt, wenn Swarm Patrol jetzt es schafft, ihre kleinen Fehlerteufel einzustellen, haben sie sehr gute Chancen, ja auch noch in die Overtime zu kommen, gegebenenfalls auch die Partie über die reguläre Spielzeit mitzunehmen. Es soll über die Mitte gehen. Wartet man hier oder flasht einfach durch? Man flasht durch und nimmt die Mitte ein. Schnell durch. Und nochmal eine Flashbang. Mal gucken, ob man diesmal die Ecke checkt mit Jacob. Sie wird auf jeden Fall genadet. Und das hat man gehört. Das ist sehr gut. Aber Jacob, der will nicht fallen. Und Credit checkt Credit Faction mit dem Backup. Oh mein Gott. Da wird einfach nur der Boxsack in der Ecke versucht, aus der Situation herauszuholen. Und Credit Faction kann das zu seinem Vorteil ausnutzen. 3 gegen 2 Situationen. Schöne Granate. Die Leister frisst und Food reißt das Ganze hier nochmal auf. Trotzdem mit 10 AP. Bombe kann gelegt werden. Acer versucht, den Spieler erstmal im Pit zu finden. Am besten wäre es natürlich, wenn er auf seinen Kollegen wartet. Einer ist bekannt im Pit und einer ist Richtung Side bekannt. Also, die Information
haben die 100 Seas auf jeden Fall. Und dadurch, dass Acer hier einfach den Winkel hält, weiß er auch ganz genau, okay, der ist nicht vom Spot runter. So, jetzt wollen sie den separieren. Sie wollen den ersten Spieler gemeinsam rausnehmen. Und das ist der Spieler mit der Smoke. Und dann ist es Cooper, der den Spraydown hier nicht setzen kann. Also das ist souverän runtergespielt von den 100 Seas. Einfach die Smoke nutzen dafür, um den Spieler, der bekannt ist Richtung Zeit, nicht die Möglichkeit zu geben, seinen Mate im Pit zu supporten. Dann nimmt man gemeinsam den Spieler raus Richtung Pit und dann kümmert man sich um den Spieler gemeinsam Richtung Zeit. So, und dann macht Cooper natürlich kein Auge mehr. Am Ende sitzt der Refrag und am Ende die Runde. Zu 14. Also, meine Freunde, es bleibt weiter spannend. 100 Thieves ist hier aber gerade in der komfortablen Situation. Ja, Swoop Patrol ans letzte Geld heranzubringen. Also, in der nächsten Runde hat man noch den Loser-Bonus und das, was halt da ist. Und wenn man die Runde verliert, sieht es natürlich dann nicht ganz so geil aus. So, J-Cam, das ist eine sehr schöne Smoke, die landet vorne bei dem, bei der Mauer. Sehen wir sie nochmal. Kann sich jeder mal merken, ist vielleicht ganz wichtig. In der Kombination mit dem Molotov natürlich dann auch perfekt. Sowas kann man dann zum Beispiel auch spielen, um den Gegner so ein bisschen zu separieren und dann nochmal einen Push in der Banane zu wagen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man den Gegner austricksen kann. Das ist ja auch ein Counter-Strike. Man will versuchen, dem Gegner einen Schritt voraus zu sein, ihn auszutricksen. Versucht man jetzt vielleicht hier über lang. Einer muss springen. Man geht einfach nach vorne auf Contact. Check die Ecke. Der erste wurde gesehen. Credits Faction auf 11 HP. So, den versucht man jetzt zu überrennen. Molotov kommt rein. Credits Faction holt die Zeit raus, die er benötigt. So, wird trotzdem überrannt. Damit sind die beiden Spieler im Pit, die hier zuschlagen müssen. So, hat man das auf dem Schirm. Erster wird rausgenommen, zweiter wird überrannt. Damit trotzdem mit 3 gegen 2 Situation. Damit man safen gehen. Also die 100 Thieves gehen da kein Risiko mehr ein. Wollen das so schnellst wie möglich hier beenden und nicht nochmal Swap Patrol reinkommen lassen. Heißt, jede Waffe, die gesaved wird, zählt in der nächsten Runde. Ja, damit schafft man es durchzubrechen. Also vielleicht auch ein bisschen der YOLO-Move entscheidend über lang, weil dadurch waren es halt nur die beiden Spieler im Pit. So, da sehen wir es nochmal. Freakazoid einfach durchgepusht. Ja, und damit war es klar, wo die letzten Spieler oder die letzten verbleibenden Spieler vom A-Spot sind, und zwar im Pit. Silver Bullet. Es geht weiter. War Patrol mit Runde Nummer 11. 100 Sieg. Die sind dran. Die sind dran. Gegebenenfalls diese Partie mit MP9 jetzt War Patrol so ein bisschen schwer zu machen, das in die Overtime zu bringen. Es soll erstmal auf der T-Seite die Bananenkontrolle sein. Stellt einen Spieler ab. Natürlich bei den 100 Thieves muss man versuchen, ein bisschen aus der taktischen Kiste herauszukramen. Und das ist jetzt hier eine Triple-Deckung, beziehungsweise eine Doppeldeckung Richtung Mitte. So, Molotov kommt rein. Acer wird zurückgedrängt, muss sich hier löschen. Mal gucken, ob das am Ende reicht. So, J-Cam ist nicht abgesmuckt. Flashbang kommt rein. Die wird gecallt. Damit steht das Kreuz von der Mitte bereit. Reicht das für die 100 Thieves? Dagegen zu halten. Acer kann die Position ausnutzen. Sie laufen einfach nur in den Tod rein. So, dann wird nochmal hinterher gepusht. Cooper nochmal mit einem hinterher. Uiuiuiui. Wie hat er den denn bekommen, bitte? Chris Faction allein aufs Gesicht. Das ist ein wichtiges Duell. Das darf er nicht verlieren. Oh, Molotov, gut. Der Molotov ist sehr gut. Marki kann den Raum nicht einnehmen. Muss Richtung CT absmucken. So, Molotov nochmal hinten in die Position. Damit Chris Faction zurückzudrängen. Der hat nur eine Pistole, also nicht die beste Waffe in der Situation. Damit Chris Faction erstmal noch abgelenkt. Wird jetzt versuchen, die Informationen höchstwahrscheinlich für sein Team zu holen. Also, der erste Spieler sein, der in Reihe Nummer 1 steht. So, Cooper kann auf jeden Fall einholen. Und er wird belohnt.
Erster wird rausgenommen. Wo ist der zweite? Verstecken sie jetzt beide im Dark? Sind beide bekannt? Das ist die große Frage. Lies kriegt den Anschuss. Cooper. Ist es. Cooper schießt hier vorbei. Geiler Flick, aber es reicht damit nicht. Und der letzte ist Marke gegen JKS. Und JKS wartet. Dem läuft ihm die Zeit davon. Das heißt, er muss nach vorne gehen. Er muss das Duell suchen. Der Schatten wird gesehen. Und dann ist es der Mexikaner, der hier zuschlägt. Die Runde holt 12-14. Und weiterhin Swole Patrol im Rennen haltet. Was eine intensive Runde am Ende. Ball Patrol schafft es hier, das Ganze runterzuspielen. Und guck dir das an. Cooper hält sein Team hier am Leben. Am Ende macht die Chris Faction sehr viel richtig. Und dann ist es der Mexikaner. Laser mit der Flashbang. Es ist nochmal eine Pistol Round und es gibt den Zugriff in der Banane. Flashbang kommt gut rein. Schaden. Naja, einer ist drin. Einer ist drin, einer kann gesetzt werden. Der Rest wird aufgehalten. Von Marke. Super weiter getroppt. Marke nur noch auf 2 AP. Dann sinnvoll, dass er nicht Krieg weiterbellt, sondern einfach in der zweiten Reihe mit der AWP fightet. Ja, es gibt einen Zugriff. Pro Patrol entscheidet sich, Richtung B zu marschieren. Also, damit die Runde auch durch. Exit-Fracks sollten bei 100 Thieves auf jeden Fall nochmal möglich sein, Richtung Banane. Aber das war's dann auch. Runde ist auf jeden Fall gegessen. So, Geld hat man genug bei 100 Thieves in der nächsten Runde wieder zu kaufen und dann wird es wahrscheinlich genau die Runde sein, die über diese Partie entscheidet, ob es wirklich nochmal in Overtime geht oder ob 100 Thieves das in der Regel beenden kann. So, die Waffe ist nochmal wichtig, die Credit Faction, damit du nehmen kannst. Da ist das 13-14. So, oben nochmal das Ergebnis. Erste Map war schon da oben. Ging dann an Swole Patrol. Also man hat sich wirklich reingekämpft. Verdigo war eine Zerstörung. Am 100 Thieves ohne weitere Probleme gewonnen. 16-5. Hier auf Inferno, da werden die Karten nochmal ganz neu gemischt. Und ich muss sagen, Swole Patrol ist ein Kämpfertier. Sie kämpfen sich hier wirklich in die Partie rein. Stellen jetzt auch langsam so ein bisschen die kleinen Fehler ab, die sich hier mal wieder oder ja, manchmal einschleichen. Und die 100 Thieves halt mit ihrer ja, Erfahrung am Ende auch belohnt und den Gegner bestraft. Ja, diese Molotow-Kombination plus Flashbang. Und jetzt geht's nach vorne. Also man will unbedingt den Raum Richtung Banana so ein bisschen contesten, einnehmen. Aber da zeigt sich gar nichts. Keine Granate, keine Reaktion, kein Step. Und das heißt, die einzige Interaktion, die 100 Thieves hier ausführen, ist das Backup. Und sie haben eine Triple-Deckung Richtung Kurz. Einer steht über lang bereit. So, kann man es diesmal aushebeln. Beide Spieler sind gecallt. Jacob, der rettet der Engel von der Seite. Oh, das könnte die 15. Runde für die 100 Thieves sein. Bombe geht down in der Mitte. Jacob zieht raus. Cooper wird zurückgedrängt. Es sind 50 Sekunden. Und er muss irgendwie versuchen, hier durchzukommen. Nochmal die Flashbang. Da steht man auf Close Distance schon bereit. Und Jacob beendet es. Also die Rotation perfekt aufgegangen. Perfekt aufgegangen. Jacob kommt pünktlich. Pünktlich wie die Regionalbahn. Und sehr schöne Taktik von den 100 Thieves. Also sie machen Pressure, die bauen auf ein kompaktes Spiel auf. Es ist so ein bisschen auch die Antwort darauf, dass Swole Patrol versucht, viel über die Mitte zu arbeiten. Und auch sehr kompakt versucht, über die Mitte zu arbeiten. Und dann sind es meistens so Aktionen, unten liegt eine Smoke in der Mitte. Ja, lass einfach durchflächen, lass versuchen einzunehmen. Und da wollte halt 100 Thieves versuchen, so ein bisschen gegenzuspielen. In dem Fall 3 Richtung Kurz war ein guter Call.
Und mit J-Cam halt im Backup zum bestmöglichsten Zeitpunkt, den sie hätten erwischen können, ist die Runde hier gelaufen. Ja, und das Geld ist auch weg. Das ist auch weggelaufen bei Swap Patrol. Weil hier haben wir nur noch 10 Sets. Aber das ist sehr schade, Mann. Swap Patrol hat wirklich zumindest auf Map 1 und Map 2 teilweise gutes Counter-Strike gespielt. Und 100 Thieves bestraft einfach größere Fehler, die Swap Patrol auf dem Server gemacht hat. Sei es Ecken nicht gecheckt, sei es keine vernünftige Utility eingesetzt. Sowas darf dir gegen ein Top-Team eigentlich nicht passieren. Oder beziehungsweise solltest du diese Fehler minimieren. Aber man nimmt das bestimmt als Erfahrung mit. Ich hoffe es. Und macht das Beste draus. Weil es ist auch ein sehr starker Gegner. Es ist einer der stärksten in der Gruppe. So, Lies im Spray. Nee, aber das wird's gewesen sein. Beide Spieler low, letzter im Pit bekannt. Und damit ist es noch Marke. Okay. Er kriegt den Spieler nochmal. Bombe ist aber hinter in der Ecke down. Und Richtung Spot wartet man auch schon. Das Credit Faction hält den Winkel. Und da wird er nicht mehr rauskommen. Da wird er nicht mehr rauskommen. JKS wird schon der nächste Sensenmann sein. Mal gucken, ob Marke das auf dem Schirm hat. Ist das hier noch nicht gegessen? JKS muss aufpassen. Er geht nach vorne. Marke sucht. Marke zieht rein. JKS wartet hinter dem Posten. Und dann ist das Positioning von ihm besser. Und sie holen die Runde. 16 zu 13. GG, well played.